Wir haben zeitgleich erlebt, dass in Spanien selber die Wälder gebrannt haben und Menschen fliehen mussten. Aber nichts Deutsche lernen. Und in Kasachstan die Waldbrände dazu geführt haben, dass Menschen ums Leben gekommen sind. Als Vertragsstaat gilt für uns das Oslo-Abkommen. Was Sie soeben sagten, war wohl der krankhafteste Schwachsinn, den ich je gehört habe. Als Vertragsstaat. In Deutschland ist ein Patient, der kurz vor dem multiplen Organversagen steht. Also, da muss ich. Vorfahren kommen überwiegend aus Ostpreußen. Ich bin mit der ostpreußischen Kultur auch als Kind eher zusammengebracht worden. Meine Großeltern haben mir viel erzählt von Ostpreußen, von der verlorenen Heimat, haben natürlich auch ihren Verlustschmerz an ihre Enkel weitergegeben. Ein Teil der Vertriebenen fühlte sich nach dem Zweiten Weltkrieg verraten. Von den Siegermächten, von der neuen Bundesrepublik. Dieses politisch aktive Ostpreußentum, das ist bei Höckes Familie gegeben und das hat er übernommen. Und bei seinem Vater ja noch. Sein Vater hatte die Bauernschaft im Abo und die Bauernschaft war eine neonazistische Zeitung, die in Deutschland eigentlich verboten war, die aus Dänemark von einem deutschen Holocaustleugner vertrieben wurde. Ja. Und da habe ich mir gedacht, bring etwas Farbe in diesen historischen Ort. Und das werde ich jetzt auch tun. Unsere Nationalflagge, und die werde ich jetzt hier auf meine Lehne hängen. Brother, Ehrlich, ich saß zu Hause, ich habe das gesehen, live. Ich habe mir die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt, oh mein Gott, ich wäre... Schande! Schande! Also fast vor Scham, vor Fremdschämen im Erdboden versunken. Es war so peinlich. Schande! Schande! Klare Ansage an die Multikulti-Spinner des politmedialen Establishments. Wir werden keine illegalen Einwanderer integrieren. Nicht heute, nicht morgen, niemals! Walla, walla, ich mach genau so und noch schlimmer. Ich mach so nochmal und noch schlimmer. Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland. Alles für Deutschland, die Parole der SA. Von der Bedeutung habe er nichts gewusst. Verstehst du Deutsch? Ich weiß nicht. Ja. Kennt sich Höcke, der Geschichtslehrer, wirklich nicht aus? Oder steckt dahinter das Ziel, den Nationalsozialismus zu verharmlosen? Ich weiß nicht. Was wäre das für eine Zielsetzung, mitten im Wahlkampf einen sogenannten Nazi-Skandal in Deutschland zu produzieren? Idiota, Idiota! Ich weiß nicht. Keine Provokation vorgehabt und mir war tatsächlich der Kontext dieses Ausspruches nicht bekannt, auch als Geschichtslehrer nicht. Ganz klare Kiste. Dass ich Opfer einer verzerrten Medienberichterstattung bin, dass ich mit Nationalsozialismus nichts, aber auch gar nichts am Hut habe und dass ich völlig unschuldig bin. Gut, das und das haben Sie geglaubt? Alles für Deutschland! Yeah. Dann wird Politik scheitern am Ende, dann werden sich die Populisten freuen, dann... gestehen wir gar nicht mehr dazu, dass Politik prozesshaft ist und vorangeht. Es ist doch nicht populistisch festzustellen, dass dieses System kaputt ist, oder würden Sie dem widersprechen? Was sollen die doofen Fragen? Sind Sie in Ihrem Kopf nicht normal, oder was? Nein, keine politische Maßnahme löst alle Probleme. Aber ich bestreite deutlich und mit Nachdruck, dass nichts passiert sei und alle die Hände im Schoß... Kevin! Flüchtlinge, die über ein anderes EU-Land eingereist sind und dort registriert wurden, die sogenannten Dublin-Fälle, diesen Leuten sollen in Zukunft die Leistungen massiv gekürzt werden. Kein Bargeld, keine Bezahlkarte, nur noch das Bett-Brot-Seife-Minimum, wie es da heißt. Also Nahrung, ein Schlafplatz und Drogerieartikel. Ist das zutreffend? Ich verstehe die Frage nicht. Das kann ich nicht bestätigen. Ich kenne nur diese Meldung von Bild, und das sehen Sie mir bitte nach, das nehme nicht alles für bare Münze, was bei der Zeitung mit den vier Buchstaben steht.
Asylproblematik war vor 2 Jahren nicht so, wie sie heute ist. Unverschämt, an mir so eine Frage zu stellen. Schaue ich noch in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert. Sie ändert sich fortwährend und entwickelt sich tatsächlich weiter. Ja, das ist so. Ja. Und du bist gut. Du bist sehr gut. Und allein in diesen letzten und 2 Jahren, das heißt, vor mit 2 Jahren Verschärfungen bei den, nötig, mit den Verschärfungen bei den Rückführungen, die sind innerhalb der letzten 2 Jahre passiert. Mach dir keine Gedanken. Du bist der Beste. Wer kann dir das Wasser reichen? Über die GEAS-Reform ist jahrelang verhandelt worden, jetzt dann auch mit einem tatsächlichen Ergebnis. Da können wir doch nicht einfach drüber hinweggehen. Der Fall auch so. Weil du bist gut. Und das ist nicht alles. Diese Hilflosigkeit dieses deutschen Rechtsstaates. Da hat man 6... Entschuldigung. Das ist nicht Hilflosigkeit. Das tut mir leid. Da muss ich deutlich widersprechen. Was daran der ist Fall nicht des mutmaßlichen Täters aus Solingen, da gab es keine Regelungslücke, die uns daran gehindert hätte, Mittel zu finden, ihn nach Bulgarien entsprechend der Regeln zu überführen. Du bist schlau. Du bist sehr schlau. Es ist jetzt die Aufgabe von politischer Aufarbeitung. Es hat ja aber nicht stattgefunden. Fehlte. Ja, ja. Die Konsequenz fehlte an jeder Absolut. Stelle. Absolut, aber dann reden die, wir die volle dann Härte reden wir des über Rechtsstaates, dann die gerade von Politikerinnen insbesondere... Ganz kurz. Frage. Du bist mit 7 Wassern gewaschen, du ausgekochtes Frettchen, du. Und du weißt haargenau, wohin du willst. Und jetzt, aber jetzt sind wir sehr präzise. Jetzt muss darüber gesprochen werden, warum geltendes Recht, was da ist und angewendet werden kann. Werden. Genau. Und ich will jetzt keine zu billige Schuldzuweisung. Ich klopfe da überhaupt nicht. Ja? Das ist doch alles ganz unwichtig. Ist doch nur, wie ich jetzt der geantwortet habe. Offensichtlich nicht. Und das ist jetzt eine Frage. Und die zweite Frage. Herr Lanz, erstmal die erste Frage beantworten. Okay. Und die muss beantwortet werden in den nächsten 2 Tagen in Sondersitzung, die es geben wird der zuständigen Ausschüsse im Landtag Nordrhein-Westfalen und dann im Bundestag. Für Abschiebungen sind die Länder in Deutschland zuständig, der Bund unterstützt. Here I come. Das Nordrhein-Westfalen ist, weiß der Kuckuck warum, das einzige Bundesland, was die Zuständigkeit für solche Abschiebungen dem Familienministerium übergeben hat, was von Frau Paul, einer grünen Ministerin... Nein, doch. Es wurde einmal geklopft. Es wurde danach den zentralen Ausländerbehörden nicht mitgeteilt, dass die Person nicht angetroffen wurde. Dann hätte man nämlich Leistungen kürzen können, man hätte den als untergetaucht klassifizieren können, man hätte mit Bulgarien die Frist, um ihn rückzuüberstellen, auf von 6 auf 18 Monate ausweiten können. Ist alles nicht passiert. Was? Aber ich übernehme jetzt hier nicht die global-galaktische Verantwortung für Leute, die in Ministerämtern sind und es in ihren Ministerien und nachgeordneten Behörden nicht hinkriegen, geltendes Recht anzuwenden und verdammte Axt nochmal dafür zu sorgen, dass nicht unverrichteter Dinge abgezogen wird, wenn jemand nicht da ist. Sie wissen ja auch selbst, dass Sie mit Aussagen, die Sie tätigen, oft provozieren. Und ich kann mir vorstellen, Sie machen das nicht unabsichtlich. Doch. Eine Frage habe ich. Was machen wir jetzt? Nein. Doch. Dann sind Sie nachlässig. Nein, ich bin einfach nur ehrlich und authentisch. Ja. Nazi-Spruch in der Öffentlichkeit zu sagen, ist zufällig passiert? Das habe ich noch nicht erlebt, sowas Dreckiges. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt auf sowas ansprechen? Welchen Nazispruch meinen Sie denn? Herr? Der vor Gericht verhandelt wurde? Das ist kein Nazispruch. Dieser Spruch ist ein Alltagsspruch, der seit 500 Jahren im deutschen Sprachraum nachweisbar ist. Ja, die Nazis haben ja viele im Volk ventilierende Sprüche aufgenommen, weil sie gemerkt haben, die sind populär, um sie für sich zu verwenden. Nein? Wenn Sie verstehen, Herr Müller. Nein. Sie machen das in der Öffentlichkeit, Sie wissen... um die Wirkung, die Sie damit erzielen. Du suchst mich in die Enge zu drängen. Nein. Da muss ich jetzt wirklich klipp und klar widersprechen. Keiner wusste, dass das ein Nazispruch ist. Keiner. Ich wusste es nicht. Wenn wir jetzt mal nach Berlin gucken, die Ampel, die uns seit einiger Zeit regiert. Ist es eine Live-Sendung? Wenn Sie was sagen müssten, was hat die komplett falsch gemacht? Und aber auch, was hat sie richtig entschieden? Gibt es irgendwas, was sie richtig gemacht hat? Das ist eine wundervolle Frage. Da gibt es eine einfache Antwort. Nein. Das Gespräch geht schnell zu Ende, glaube ich. Ich wollte eigentlich nach Hause. Okay, das ist ganz einfach. Wie sagt man, das ist fair. In der Wirtschaftspolitik habe ich ebenfalls das Gefühl, dass vor allen Dingen US-amerikanische Wirtschaftsinteressen verfolgt werden. Es ist unerträglich und unerhört und nicht verständlich, warum die Sprengung
der Nord Stream Pipelines, ein kriegerischer Angriff auf unsere Infrastruktur, nicht aufgeklärt wird. Es gibt gar keinen Aufklärungswillen. Das ist doch wirklich nicht zu fassen. Man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Kritische Infrastruktur ist in Friedenszeiten angegriffen worden. Und der Verdacht liegt nahe, Samuel Hirsch hat das ja recherchiert, dass es vielleicht sogar ein befreundeter Staat war, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika. Es gibt kein Aufklärungsinteresse. No, 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 you cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. Es ist ganz klar geregelt, Artikel 16a des Grundgesetzes in Verbindung mit Asylgesetz. Da steht drin, wenn Menschen an der deutschen Grenze auftauchen, die über einen sicheren Drittstaat eingereist sind, alle, ohne ein gültiges Visum, dann sind diese Menschen an der Grenze zurückzuweisen. Nein, 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 nein! So steht es im Gesetz. Das Problem ist, in Deutschland wird Recht und Gesetz in dem Bereich nicht mehr exekutiert. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Den Schaden, den Frau Merkel angerichtet hat durch ihre Politik, den kann man materiell kaum beziffern und immateriell, ich denke an die Gruppenvergewaltigung, die Messermorde, die ganzen unschuldigen Opfer, die durch Menschen ums Leben gekommen sind, die unsere Werte nicht teilen, die man hier reingelassen hat und man wusste, welche Probleme werden man hier reinlässt, das kann man leider nicht mehr bemessen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Ha ha ha.